Servus Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Ich weiß, das Thema haben wir schon 1 Million Mal durchgekaut, aber heute soll es eigentlich, oh, um ein Haar wäre die Fahrradfahrerin platt gemacht worden. Und die trägt sogar einen Schutzhelm. Oh Mann, die Arme. Aber heute soll es mal um Kosten beim Motorradfahren gehen und das hier gerechnet mit der Ducati Panigale V2. Grob überschlagen meine Erfahrungswerte, und zwar ist Ducati so ziemlich die teuerste, edelste italienische Marke, die ihr euch gönnen könnt. Deshalb dachte ich, mache ich es mal am Beispiel der V2, denn das ist so das Nonplusultra meiner Meinung nach. Wenn ich mir eine Ducati holen würde, dann entweder die oder die Hypermotard. Also mein reiner Geschmack, und es hat den Grund, weil ich einfach Zweizylinder abgöttisch liebe. Wenn ihr das hört im Stand, dieser unregelmäßige Motorlauf, ich weiß nicht, mich macht das irgendwie geil. Ich mag einfach diesen Klang extrem. Und wenn man dann einmal ein bisschen aufs Gas geht hier, hört man direkt dieses V2 fauchen. Das ist einfach ein absolutes Gedicht. Und genau deshalb habe ich mir dieses Schätzchen hier ausgesucht. So einfach ist meine Erklärung. Herrlich. Oh mein Gott, fährt sich dieses Motorrad wunderschön. Ah, herrlich. Ja, wenn es jetzt auch mal grün würde, werden würde. Deutsch und Flieg. Ne, auf jeden Fall fangen wir einfach mal direkt an beim Motorradfahren. Es kommt auf viele Aspekte an. Zuerst mit der Versicherung. Sprich, je nachdem wie alt ihr seid, kommt ihr entweder günstig oder halt teuer an die Versicherung. Unter 24 Jahren ist sie durchschnittlich teurer, kann man pauschal sagen. Und ab 98 PS aufsteigend steigen die Versicherungsbeiträge ins Unermessliche bei Motorrädern. Das wird anders als bei Autos meistens an der Leistung gehandhabt und halt an den Motorrädern, die gern gecrashed werden, beziehungsweise oft gecrashed werden. Da haben die Statistiken die Versicherung und dementsprechend gehen die halt dadurch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt relativ simpel. Ich persönlich für eine V2, ich habe es nachgeschaut, würde mit meiner Schadensfreiheitsklasse Teilkasko ca. 500 Euro im Jahr zahlen. Vollkasko will ich gar nicht erst wissen, es sind über 1000 Euro. Kommt für mich in der Regel nicht in Frage, da ich eh keine neuen Bikes kaufe in der Preisklasse. Da kaufe ich die lieber aus erster Hand für 10.000 bis 12.000 Euro, je nachdem wie der Besitzer drauf ist. Wenn ich mir so etwas kaufe. Neu ist halt immer die Frage, da spricht es halt ein ganz anderes Klientel an, aber ich bin halt in den jungen Jahren, da habe ich halt einfach mein persönliches Preisbudget, und dementsprechend gibt es auch die Hypermotard in dem Preissegment neu, wenn man sie günstig bekommt. Und ja, also kein Grund nein zu sagen zu Ducati, es geht schon. Und ein weiterer Punkt sind die Serviceintervalle, sprich es gibt bei Kawasaki zum Beispiel, die halten noch an den alten 6000er Serviceintervallen fest. Ich habe da mit einer Kawasaki-Person auf der E-Mod gesprochen, die meinte, ja, es schadet ja nicht, ist ja nicht teuer, 150 Euro für 3,5 Liter Ölwechsel, und halt mal schauen, ob das Motorrad sonst in Ordnung ist, weil einfach viele Leute vergessen, Öl nachzufüllen, beziehungsweise überhaupt sich um Ölstand, Ölverbrauch oder sonst wie zu kümmern. Geht Kawasaki da auf Nummer sicher und schreibt halt die kurzen, kleinen Intervalle vor, sprich, Intervall ist nicht der Intervall. Bei der Ducati zum Beispiel, die sind super vorbildlich, die machen Intervall je nach Modell zwischen 12.000 und 15.000, einen kleinen Serviceintervall, und der große das große Intervall ist 24.000 bzw. 30.000. Und ja, es passt an sich. Es ist nicht so gravierend unterschiedlich, wie er denkt von den Preisen, denn ich weiß es von Jerome Alpha Vlogs, der da schafft in der Ducati Werkstatt, und die Kunden sind zufrieden, klar. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem billigsten, aller billigsten Honda-Händler, wird Ducati sicher nicht, servus, wie die gelacht haben. Also diese Maschine verbreitet einfach gute Laune. Wird die Ducati sicher nicht mit der billigsten Honda vergleichbar sein, aber wenn man dieselben Preisklassen nimmt, sprich die V2 Panigale hier mit einer Fireblade vergleicht, dann würde ich sagen, da, es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt pro Service 30, 40 Euro spart oder nicht. Wenn das jemandem wichtig ist, dann soll er sich halt gegen die Ducati entscheiden. Aber es sind keine so gravierenden Unterschiede wie halt die Gerüchte von damals. Und die Zuverlässigkeit von Ducati ist halt auch, das wollte ich noch sagen, deutlich gestiegen im Vergleich zu früher. Eigentlich wollte ich anders fahren, aber ist egal. Ist deutlich gestiegen im Vergleich zu früher. Einfach aus dem simplen Grund, weil Ducati da extrem aufgestockt hat, zumal Ducati im Jahr 2013 von Audi gekauft wurde, sprich vom VW-Konzern.
was soll ich dazu sagen, ist schon relativ zuverlässig. Ich kann halt kein Langzeitfazit sagen, weil ich dieses Bike nur geliehen bekommen habe und nicht dauerhaft fahre, weil ich es mir einfach nicht gekauft habe. Und wenn man sich es einfach mal anschaut, ich habe den Verbrauch extra zum Anfang des Videos resettet, damit ihr meinen Fahrstil seht, war jetzt nicht besonders sparsam oder vorausschauend gefahren. Einfach normal, wie man zu 99% der Zeit Motorrad fährt, hier und da mal 10 km/h drüber. Man schaut halt nicht penibels auf den Tacho. Und das ist jetzt ein Durchschnittsverbrauch von 4,1 Litern auf 100 Kilometern. Sprich, wenn man mit dem Motorrad im Schnitt Landstraße und Stadt 5 Liter rechnet, wie mit der MT-07, dann ist man gut dabei, weil man einfach nicht immer die Leistung abfordert. Wenn man die Leistung halt abfordert auf der Rennstrecke zum Beispiel, also extrem krass fährt, dann muss man halt mit 13, 14 Litern rechnen. Aber dann sind Verschleiß und Bremsbelägen und sonst wie auch viel teurer. Und ja, das ist halt so ein Punkt. Oh, der Verbrauch ist auf 4,7 Liter gestiegen, never mind. Also unter 5 Litern seid ihr auf jeden Fall innerorts, wenn ihr halt normal fahrt. Jetzt 4,6 Liter, also der Verbrauch muss sich erst noch ein bisschen einpendeln. Wir sind halt so eine kurze Strecke gefahren. Aber ich weiß es, ich habe sonst immer einen 4, Verbrauch innerorts, ganz normal gefahren wie jetzt. Ja, 4,5. Es hängt halt stark von ab, wie man gerade fährt, ob man viel steht, Rush Hour und so. Aber an sich mega sparsames Motorrad, Hightech. Und ja. Die Kosten setzen sich halt beim Motorrad nicht nur aus Service und Versicherung sowie Steuern zusammen, sondern leider auch durch den Wertverlust. Und da ist die Ducati, wenn man sie neu kauft mit 18.000 Euro UVP, echt ziemlich teuer. Aber wenn man einfach von ausgeht, dass man sie für 12.000 bis 13.000 kauft, sie 5 Jahre fährt und dann sagen wir für 6.000 verkauft, können wir mit 5 Jahren und einem Wertverlust von, sagen wir mal, aufgeschlagen jetzt 9 Taui, drauf von 7.000 Euro rechnen für 5 Jahre. Was sind das? 1.300 Euro circa. Das war gerade hässlich angefahren von mir. 1.300 Euro Wertverlust im Jahr. Von dem Geld könnt ihr auch einen Golf oder so fahren. Sprich, ist nichts anderes, als würdet ihr 2 Autos besitzen, wenn ihr euch eine Ducati holt. Rein vom Wertverlust und von den Versicherungskosten her pauschal gesagt. Sprich, dass halt alle Mythen mal beiseite geschafft wurden, ne? Wollte ich das halt mal erwähnt haben. Und in dem Sinne ist halt die Ducati gar nicht so teuer, wie manch einer denkt. Und das ist halt beim Motorrad, darf man nie vergessen, ne? Die Hauptkosten sind die Versicherung, der Sprit und die Inspektionsintervalle sowie der Wertverlust. Und ja, wenn man das alles begutherzigt, dann kommt man eigentlich auf einen relativ vernünftigen Wert, meiner Meinung nach. Muss man halt alles immer und immer wieder durchrechnen, weil wenn man anfängt zu schlampen in der Sparte und dann sich verrechnet und sich dann etwas kauft, was man sich nicht leisten kann, ist halt immer räudig. Aber wie gesagt, die neuen Modelle, wenn man es einfach mal pauschal überschlägt, können ein günstiger kommen mit dem Wertverlust und Sprit, wenn man viel fährt, als die älteren Modelle. Weil bei älteren Modellen muss man halt oft an Ersatzteilen und so Geld ausgeben. Man muss leider an Sprit oft viel mehr ausgeben, wenn man zum Beispiel zu Vergasermodellen greift. Man hat dann aber einen Wertverlust gegen Null, sprich, wenn man einfach so viel fährt, dass man so viel tanken muss, wenn man mit einem Spritpreis von momentan 1,30 rechnet und 10.000 Kilometern, so wie sagen wir mal 10 Litern auf 100 Kilometer sind es 1.300 Liter, halbieren wir die 1.300 Euro, halbieren wir die Sache, sind wir bei 650 Euro Spritkosten im Jahr. Wenn wir jetzt eine Vergaser haben, die 8 Liter, 9 Liter säuft, dann sind wir halt schon bei knapp 1.000 Euro, sprich 400 Euro rein Spritkosten mehr habt ihr bei einem älteren Bike. Da kann man sich eventuell mal überlegen, vielleicht ein neueres Modell zu kaufen, ne? Und da halt ein neues Modell zu fahren, es verbraucht weniger und man hat ein neueres Modell, nicht so viel Ersatzteilkosten und so. In der Regel, man kann es nicht so pauschal sagen, aber das ist halt die Überlegung wert. Man sollte alle Posten zusammenrechnen, auch die Versicherung, ob man eine Vollkasko, Teilkasko oder Haftpflicht braucht und wie oft man fährt, wann man fährt, ob man saisonal fährt oder ganz Jahr wie ich. Das sind halt Millionen Faktoren, die man berücksichtigen sollte, bevor es halt irgendwie dazu kommt, sich ein Bike anzuschaffen. Und beim Motorrad ist noch eine riesen Kostenfalle die Reifen. Es gibt so viele Reifenhersteller und verschiedene Fahrstile. Ich höre das so oft, so viele Leute schreiben mir, hey Lacto, den Reifen, der bei dir 12.000 Kilometer hält, da kann ich euch einen Kommentar einblenden. Da hat jemand gemeint, hey Lacto, schiebst du deine Karre, dass dein Reifen zu lang hält? Gesagt, nee, schieben, da wäre ja der Reifenverschleiß viel zu hoch. Jetzt machen wir ganz langsam, Kinder. Schiebst du deine Maschine, dass deine Reifen zu lang halten? Und ich meinte, nee, ich habe Motorradhänger, schieben wäre ja ein zu hoher Reifenverschleiß. Nee, Spaß beiseite. Achtet einfach auf den Luftdruck, das Reifenmodell und gut ist. Mein Reifenbild.
klar, das Motorrad ist jetzt nicht meins und das wird jetzt auch kein Flex, weil ihr seht den Angststreifen. Der Angststreifen ist 1,5 cm. Es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht fahren kann. Es hat einfach was Hot Tears, die halt entstehen, wenn der Reifen überhitzt und dann halt aufreißt. Und wenn man in dem optimalen Bereich bleibt, wie ich gerade auf der Straße, dann hat man so eine leichte angeraute Fläche. Und der Reifen grippt halt ziemlich gut, sobald er auf Temperatur ist. Da kann man so einen Euro hinkleben und ja. Und da muss man halt drin bleiben. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann versteht man das. Dasselbe ist natürlich vorne, wenn man in Schräglage bremst, dann raut er in der Regel in dem Bereich hier auf. Und ja. Servus. Nicht, dass er anhält. Und in dem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst mir doch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.